Hallo, ihr Lieben. Ja, nun endlich habe ich es mal geschafft, wie versprochen, die tollen Erinnerungen und Bilder einmal zusammenzufügen zu diesem Video und euch mitzunehmen zu einer, ja, einfach wunderschönen Traumhochzeit, wie sie auch war. Sie fand statt auf dem Gut Schönau und die Ambiente, wie sie dort ist, ist einfach schon grandios und wunderschön. Sehr zu empfehlen. Hier dieses Willkommensschild, diesen Aufsteller, den haben wir natürlich auch selbst gemacht. Dieses ist der Dachstuhl, wo die freie Trauung stattfand. Und alles, was ihr seht an Dekoration, dieses Aufgestelle wie dieses hier auch, die Blumen hinten im Hintergrund, die große Lichtkugel, haben wir alles selbst gemacht. Und wie wir was gemacht haben, wo wir die Materialien her haben, wie wir was umgesetzt haben, das zeige ich euch in den nächsten Videos, die ich für euch fertig machen werde. Ja, also alles in allem war einfach rundum schön. Die Dekoration haben mir meine Tochter und mein Schwiegersohn in die Hand gelegt und haben gesagt, Mama, du wirst schon richten. Geholfen haben alle. Geholfen hat einfach die ganze Familie beim Lackieren, beim Machen, bei allem. Und es war ein krass tolles Familienprojekt. Also sehr zu empfehlen, richtig klasse. Diesen Aufsteller, den haben wir leider nicht selbst gemacht. Der stand schon da, den wollte ich euch einfach mal zeigen. Fand ich richtig genial. Hier sind wir jetzt unten in der Location. Und ja, ein großer Raum, eine große Bühne, wie dieses hier auch ist oder war, oben und unten schluckt natürlich auch Massen an Dekorationsmaterial. Und wir hatten wirklich richtig viel gemacht und mitgebracht. Und ja, also es war schon richtig Hammer. Auch die Notfallbox in den Badezimmern, in den Waschräumen dürfte natürlich nicht fehlen. Auch die haben wir selbst gemacht. Und ja, jetzt den Aufsteller, genau, den haben wir auch. Ich redete ja von Lackieren. Diesen haben wir gebeizt. Und die Tischdeko, die haben wir ganz schlicht gehalten. Einfach Kerzen, Gläser, ich glaube, das waren 3 Stück, mit Schwimmkerzen, gar nicht mehr und einfach nur Eukalyptus. Dann haben wir, genau, die Teller, als wären die Getränke und die Speisen dort eingraviert. Nein, es sind Glasteller und das wurde einfach drunter gelegt. Mehr verrate ich jetzt nicht. Es war einfach eine Wow-Hochzeit, an die man sich immer wieder gerne erinnert. Hier das Kleid allein, das war auch schon ein Wow, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Planung eurer Wow-Hochzeit, bei der Gestaltung, bei der Vorbereitung, bei der Umsetzung, einfach bei allem. Und macht euch keinen Stress. Naja, so ein bisschen ist ja immer dabei. Ja, also ganz viel Freude bei der Vorbereitung. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns ganz einfach wiedersehen. Oder ganz bald ganz einfach wiedersehen. Und bis dahin, ciao, sagt eure Deko Jana.